I'll bet they don't serve pie and mash in here. Now, I've dealt with these super agent types before. Can open the doors that matter. This could be a great opportunity for you, Alex. Alex. Miss Villanova. Mm. It is a pleasure, Mr. Hunter. Please, call me B. Please. I remember seeing you at the FA Cup quarterfinals. That right foot stunner and a header from 10 yards out. The keeper never got close. I can see where Alex gets his talent from. So how can we help you? As you'll know, Mr. Hunter, there comes a time a player's career where they transcend the sport in which they excel. They become a brand. Think CR7. What my team and I at Villanova and Associates can offer your son is a chance to get to the next level. With the right guidance and opportunities, Alex has the talent to become also, an icon. Alex kann ein Superstar werden. Wird auch Zeit. Ich bin überwältigt. Ich will einfach nur spielen. Machen wir das. B, I just want to play football. Well, that's why I believe you need a team like ours to handle your career off the pitch, so that you can focus on what it is that you do best. Impressive pitch. It does sound amazing. But I've already got an agent. Don't be daft, son. We always knew I was just a stopgap after Michael messed up. Beatrice could be just what you're looking for. An agent who can take you places. Make no mistake, Alex. What I am offering you will require a lot of sacrifices on your part, but if you are willing to work with us, the rewards will be greater than you have ever imagined. Naja. Well, when you put it like that. Am I a footballer? Yep. Am I one of the best players in the world? I'll say. Okay, then, I am the Sultan of Stepovers, Cristiano Ronaldo. Well, maybe in his dreams. Easy, Alex Hunter. Yeah. You wish, bruv, you wish. You'll be saying that when we batter you in the Tokyo International man, Cup. Behave, you know that trophy's got our name on it. Oh, we'll see, we'll we will. See. Well, it seems the plan is working, eh, Alex? Dad said you were climbing the walls back home, waiting to hear about the qualifying squad. Well, the plan was working, Dad, until you brought it up. So, Dad, you coming to watch the semis? Is your big bro this annoying? Scouts work, he's never done. He's something, that's for sure. Is that why you guys don't talk anymore? Yeah, you could say that. Right, we better be getting off, Kim. Oh, try and get some shut-eye. My clock is upside down. Night. You lads should get some rest too. We've got big matches coming up. Double or quits? All right, then. All right, bring it in. Am I a celebrity? Yes. Okay. Sports? Okay, Freunde, da sind wir, glaube ich, wieder in unsere Penthouse-Wohnung. Wir sind in Tokio in Trainingsvorbereitung. Du kannst den Look eines Charakters auf und neben den Rasen anpassen. Erziele Fortschritte oder erreiche bestimmte Followerzahlen und Einnahmen, um Objekte freizuschalten. Eine hitzköpfige, extravagante, freche Persönlichkeit sorgt dafür, dass deine Followeranzahl schneller steigen, senkt aber dein Ansehen beim Trainer. Eine coole, lässige, nerdige Persönlichkeit verschafft dem Charakter mehr Spielzeit und gibt ihm so mehr Chancen, Einnahmen zu erzielen. Also da haben wir einmal die Kleidung, die Schuhe und keine Ahnung, was das andere da ist. Sieht aus wie so ein Kartenspiel. So, gehen wir mal weiter. So, wir spielen... Achso, wir sind Danny Williams. Gar nicht gesehen. Wir sind ja Manchester City. So, sag mir jetzt nicht, bitte, ich muss das Vibe jetzt auch spielen. Komm schon, Mann.
Okay, obwohl ich verloren habe, spiele ich trotzdem gegen die. Here we go. Mit Alex oder Danny spielen. Schwer. Eigentlich geht's ja um Alex Hunter, ne? Dann bleiben wir auch Alex Hunter. So, wir sind Alex Hunter und hoffen, dass wir dieses Turnier gewinnen, auch wenn wir jetzt verloren haben. Fängt ja schon mal gut an. Also die Steuerung finde ich wirklich ekelerregend. Das gibt's doch nicht, Alter. Ist der Hammer. Ist der absolute Hammer. Gegen Computergegner kann ich Ah, schade. Endlich, endlich, Alter. Aber wir wollen hoffen, dass wir ein Tor mit Hunter schießen können. Komm, komm schon. Jawohl. Da haben wir uns das erste Tor für den FC Bayern. Komm schon, ist das das nächste Tor? Und, ah nein! Ich wollte Vollspannschuss machen. Aber egal. Ah, schade. Ah, Mist. Der wäre gut drinne.
Okay, keine Ahnung, was das jetzt sollte, aber egal. Ich hätte den Pass weggeschossen. Ein Tor, eine Vorlage, das lässt sich doch mal sehen. Ja, schon auch das nächste Tor. Genauso will ich es sehen. Wir können aber langsam auch mal ein zweites Tor schießen, wenn das geht. Sehr schön. Oh, ich hab gedacht, das wäre schon zu Ende. 5-1 und ist gerade mal Halbzeit. Sechs zu eins. Was war das denn? Was war das denn? Oh, Hummels! Hummels schießt ein Tor, köpft ein Tor, macht ein Tor. Und der ist drin. Krank, Alter. 8 zu 1.
Schade, schade, schade. Ich glaube, das wäre sein zweites Tor gewesen, kann das sein? Ich wollte eigentlich gar nicht dem spielen, aber egal. Oh, das ist das schönste Tor, glaube ich, von allen heute. Krank, krank, krank. Oh, eine Frau bekommen Ah, schade. Krass, wir führen gerade zweistellig. Wie viel das Tor ist? Ah, Dreierpack. Wir hatten Dreierpack geschafft. Das ist wohl der David Hunter, David, oder wie der heißt der Kanadier von Bayern heute? Das ist der neue Shootingstar hier. Also Freunde, Versuche 12, Tore 3. Das lässt sich doch schon mal sehen. Hey. I never received your apology, Alex. Don't think you're due on tour. That shouldn't surprise me. I think I wanted to leave like that. You should have told us the truth. I should have known not to trust you. You what? Come on, we're all friends here. Nah, he's no mate of mine. See you out there on the pitch next game tour. I'm looking forward to it. Is it just me or the two of you not getting on? Cool. Da sind wohl einige enttäuscht, dass wir den Verein verlassen haben. Hätte ich nicht City genommen, also hätte ich nicht City, Danny Williams in City reingetan, dann wäre es wohl anders passiert. Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Wir sehen uns zum nächsten Part. Wir haben jetzt die Vorbereitung wahrscheinlich durch.
Ja, lasst den ganzen gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bin ich mal gespannt, was ich mit Alex Hunter und Danny Williams in dieser Saison erreichen werde. Peace out, Freunde. Macht's gut. Euer Khalid ist draußen und ciao.